Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. This is the Deep South. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Don't you, Zach? Don't you, Zach? Don't you feel it, Zach? Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over... Wo sind wir? Und besser gefragt, wo ist das Anwesen überhaupt, bitte? Das muss irgendwo sehr weit außerhalb der Stadt sein, glaube ich. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ach, guck mal, ich habe das Hauptquartier gefunden von Wyvern wahrscheinlich, ne? Die Garage hier, Wyvern. Cool. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strangely comfortable after spending time in New Orleans and coming here. I think I'm starting to like the Southern disposition. They even have their own breed of bizarre crimes. And besides, the New Orleans area is famous for its paranormal culture. I'm sure it'll entertain us somehow. I'm still a bit of a ways off, but perhaps we can also do a little case study for our post-retirement plan. What? You still think it's too early for that? I wouldn't say so. It's never too early to be prepared. Come on, I know you're with me on this one, Zach. Mein Gott, wie weit draußen ist denn das Anwesen? Ich wusste gar nicht, dass die Map in die Richtung noch so lang weitergeht. This is the Deep South. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Da ist es. Don't you, Zach? Das Anwesen. Nee. Wir sind zu klein. Wahrscheinlich. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge. Its smaller size was most likely chosen due to the width of the river and the sea level of this area. The height and structure of a bridge is what determines which sort of boats can travel down the river. Normal bridges' base heights are set at a higher point so that boats can freely pass underneath them. But I imagine it would be difficult to create a bridge with a large arch here due to the river width and the sea level. That's why we're seeing all these mobile bridges such as lift bridges and draw bridges around here. As far as Louisiana goes,
It appears that they've built mobile bridges over most of the bayous. Fascinating, isn't it, Zach? So many different types of bridges. I'm curious to learn even more about bridges now. Let's do some detailed research next time we get the chance. So, aktivieren wir den Schnellreisepunkt, damit wir nie wieder so weit hier rausfahren müssen. Jetzt muss ich aber echt mal kurz auf die Karte schauen. Ah ja, das ist schon... Ich hätte echt gar nicht gedacht, dass das noch zum Spielgebiet gehört, als ich mir die Karte so angeguckt habe. Aber guck dir das nicht an. Ganz schön weiter Weg. Die Villa der Clarksons. Tor steht weit offen. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda, is the skeletal gentleman friend or... Hallo. Das sind aber auch die schlechtesten Bodyguards ever. Ich gehe dann einfach mal rein, ungefragt oder so. Weil, ja. Okay. Ah ja. Jetzt geht's los. Kampf. Wenn wir jetzt die Mission erledigt haben, würde ich eigentlich fast gern ein bisschen Nebenquests machen. Zutaten sammeln, Fetische upgraden, lauter so Sachen. Zach, it's a singularity. The Oracle was right on the mark. The mouth to the other world is open, ready to swallow us alive. I think this case is finally starting to come together. Was? Wirklich der Schlussakt unseres Falls? Nein. Das kann doch nicht sein, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt so schnell schon vorbei wäre. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es danach noch weitergeht. Bestimmt. Here we go again, Zach. You're as excited as I am, aren't you? You don't have to explain everything. No need for words right now. Not while this eccentric, provocative experience is begging us to come inside. Jetzt halten sie schon mehr aus. Jetzt halten sie schon zwei Treffer aus statt einem. Die Snappy. Snap, Snaps. Oh. Okay, was war das bitte? Das war weird. Overkill. Okay, hier wird's ziemlich labyrinthartig, das Ganze. Nein, warte mal, halt, stopp, ich will das aufheben hier bitte. Okay.
Snap. Okay. Das hat schon alles einen sehr, sehr, sehr anderen Stil als im ersten Teil, ne? Aber die roten Baumdingen sind immer noch die gleichen. Hi, Fichtenholz. Ganz gut geht's, ganz gut. Alles cool. Wir haben zwischendurch ein bisschen Pause gemacht. Deswegen bin ich eigentlich topfit. Dafür geht's natürlich auch länger. Wenn ich mein Amazon Prime endlich mit Twitch linke. Genau, dann kannst du ein Abo kostenlos quasi verschenken. Das ist quasi in Prime mit drin, wenn man so will. Tja, da fällt er um. Warum Clowns? Das hat doch. Das ganze Spiel hat doch keinen Bezug zu irgendwas mit Karneval oder. Ich weiß nicht, ist das auch so ein Südstaaten-Ding irgendwie oder so? Keine Ahnung. Warum so Karnevalszeugs? Das macht wirklich keinen Sinn. Oder? Ich versteh's zumindest nicht. Den Zusammenhang. Ach, das sind Schlösser, die zu Käfer werden. Interessant. Warum nicht? Dadurch, dass es jetzt einmal passiert ist, habe ich echt Angst, dass wieder dieser Bug auftritt, dass ich mich nicht mehr verteidigen kann. Das wäre echt ziemlich blöd. Zach, do you feel it? Something happened here. It's the same feeling I got when we entered the place where Lise died. Naja, in dem Staat ist ja Mardi Gras ziemlich groß und das ist so eine Art Karneval. Aha, okay. Professor R. Lena came in here alone. It looks like nothing but a suicide attempt to me. Did she have some trick up her sleeve?
Profiling beginnen. Schauen wir uns die Sache mal an. Achso, das ist einfach nur mein Koffer. Okay, ich kann mal ein bisschen Zeugs vielleicht ablegen. Ich habe das Gefühl, die Gegner droppen ziemlich viel Heilung. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt schon Richtung Ende geht. Ich weiß noch nicht mal, wie man vergiftet, paralysiert oder sonst was wird. Es gibt so viele Items, die noch gar keinen Sinn machen und so. Ich habe das Gefühl, wenn es jetzt wirklich schon Richtung Ende geht, habe ich irgendwie das halbe Spiel verpasst, habe ich das Gefühl. Jetzt schauen wir mal. Zack, that's a miniature bomb. Lena must have set it here. Is this her trump card? It looks pretty elaborate. Another accolade for the professor. She also displayed expert precision when she used that fire to make my cocktail. Her wisdom gave birth to San Rouge. She must also have an advanced understanding of chemistry. I just hope she hasn't laid any other traps for us up ahead. Now you decide to come back, huh? What for? I know you've been hiding from me. Planning God knows what. Too bad it ain't gonna amount to anything. It don't matter what you do. The Clarkson family is already on its last legs. After only a single century, we're on the verge of losing all that power our ancestors built up for us. Ever since the day you left home, that was the beginning of the end. They certainly look a little rough around the edges. Perhaps we should just call them the Clarkson Gang. They're holding their weapons like total amateurs. Which means they must not have had any formal training. Even if they came rushing in all at once, they'd still be no match for us. Maybe the Clarksons aren't as fearsome as the rumors make them out to be. Or perhaps they've fallen into such a decline that they can't even manage their own allies any longer. Yes, I abandoned my family. But that has nothing to do with the Clarksons' downfall. It's much more complicated than that. Oh, I agree. It's a hell of a lot more complicated. Just look at these assholes. They're so goddamn stupid. They won't even shit unless I tell them to do it. And you know what? Back in the old days, that was a-okay. Don't like someone, beat the piss out of them. Need something? Steal it from the sucker next door. Life was so much simpler back then. And time flowed in proper accordance with human behavior. But now... It's all so complicated now. Everything's changed. That face, Zack. She looks so calm and collected. Perhaps she intended to take her own life after she murdered Philip. But that wouldn't solve anything. We know how calculating she is. Surely she must have understood that. The legacy of the Clarksons is like a candle in the wind, a sad vestige of what it used to be. But it's not completely dead yet. So what? You came here to snuff it out yourself? Oh, no. I didn't come to snuff anything out. I came to make it burn red once more.
What in hell is with you? Did that red powder finally make you lose your mind? Philip J. Clarkson. The horrible father that Professor R. spoke of. Of course, he looks perfectly calm. It's hard to believe that it's only my second time seeing him. He's an overwhelming man, Zach. Just like you said, times have changed. You've gotten old. Your power is waning. But I'm not going to let things end here. After you and all the old tumors die, the goddess will take control of Lucari, and all of Louisiana for that matter. The Göttin. The goddess of fertility, with all her newfound might. And who's that supposed to be? You? That's a good one. You know, you're just as dumb as everyone else. You never see things for how they really are. Oh, no. Here, go on. Take my life. You can have it. Do it. But don't you forget. That's Clarkson blood you got running through those veins. Habe ich mir schon gedacht. Oh, you took the long way to it. But it looks like you be inheriting our legacy after all. Just like I always wanted you to. Oh, I won't be inheriting anything. What? I'm not the goddess of fertility either. Well, then... But I'm still powerful. Und wer ist jetzt gestorben hier? Wer hat auf ihn geschossen? Wer ist tot? In dem Raum sind keine Leichen. Professor R. fought hard in this hall. And the last gunshot we heard sounded ominous, Zach. Everything she says seems to hint at some deeper meaning. The goddess of fertility taking over all of Louisiana with her newfound power? The details elude me, but she's clearly plotting something big. But if she dies here, she'll never be able to complete it. Why risk it then? Oh well. Let's continue on, Zach. I'm sure we'll find the answer once we reach the inner sanctum. Hallo, the Cluedo. Guten Morgen. So, mal schauen, was hier rumliegt. Verbandkasten und Geschosse. Mal kurz speichern. Ich bin gerade echt. Bin gespannt, wo das hinführt jetzt. Und ich bin gerade. Mir fehlen gerade ein paar Informationen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo das zusammenhängt.
Wie genau ist denn jetzt sie, die Professor A, verwandt mit dem Mafia-Obermufti? Ist sie die Tochter von ihm? Wahrscheinlich, oder? Habe ich das jetzt verstanden, zumindest? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sag ich denn nur. Oh, snap. Seidentuch. Oh, oh. Ah, da wäre sogar ein Sprengfass neben dem gewesen. Hätte man noch leichter machen können. Der Schwierigkeitsgrad ist schon leicht irgendwie zu kämpfen. Irgendwie tun die gar nichts. Also ich meine, die versuchen es, aber die sind so langsam und... Einmal hat mich ja schon mal einer berührt, jetzt auch wieder. Und selbst dann machen die halt auch fast keinen Schaden irgendwie. Aber ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich finde das voll in Ordnung. Ich wundere mich ein bisschen. Weil dann hat man irgendwie so coole Möglichkeiten, die Waffe hochzuleveln und kann irgendwie Superschüsse und anvisieren und aufladen und so weiter. Aber man braucht es halt nicht wirklich irgendwie. Das ist komisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht mehr dauernd amazing sagt. Bullseye. Das vermisse ich. Na komm schon. Oh oh, ich wollte gerade in eine Falle. Oh oh, wie? Warte. Oh, jetzt ist es passiert. Jetzt ist der Bug wieder aufgetreten. Jetzt kann ich keine Waffe mehr ziehen, kann nicht zuschlagen, kann nichts mehr machen. Kann nicht sprinten. Türen kann ich noch öffnen. Sonst nichts mehr. Aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, wie man den Bug irgendwie wieder rückgängig machen kann. Aber ich befürchte, wenn wir jetzt weiterkommen wollen, müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir den reparieren können. Vielleicht erstmal einen Kaffee trinken? Bei Munition habe ich noch genug, an dem kann es nicht scheitern. Ich nehme mal ein Pflaster. Gucken kann ich mich auch nicht mehr. Einfach kaputt jetzt wieder das Spiel. Ah, das ist ein echt problematischer Bug. Das ist echt richtig problematisch. Ah, jetzt geht's wieder. Na, Gott sei Dank. Anscheinend drängt sich das da auch wieder ein von alleine. Trotzdem ist das wirklich ein problematischer Bug. Verdammt nochmal. Nee, dem Void bin ich nicht nochmal abgedriftet. Das war schon ein sehr einzigartiges Erlebnis. Aber dass dieser Bug jetzt gerade zweimal passiert ist, dass ich mich nicht mehr wehren kann, ist wirklich, wirklich doof. Das sollte einfach wirklich nicht passieren in so einem Spiel. Naja, macht's spannender, würde ich sagen. Yeah!
habe ja gerade noch gesagt, dass es so leicht ist, das Spiel. Das gibt dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Würze. Man weiß nie, ob man sich beim nächsten Gegner noch verteidigen kann. Oder nicht. Man muss es von der positiven Seite sehen. Der Random, jetzt bist du auf einmal Defenseless-Modus.